Sehr gut, mein Freund. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen. Wir beschützen dich. Vertrau mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Und damit Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Ich wollte da unseren Kontaktmann ja nicht gerade ins Wort fallen. Just genau in der Sekunde oder ungefähr 2 Sekunden vorher hatte ich den Timer angefangen. Das hat sich ja dann doch sehr gut gepasst, würde ich mal sagen, auch wenn es gar nicht gewollt gewesen war. Macht aber nichts. Ja, wir sollen zurück in den Animus, aber bevor wir das tun, wir sind ja hier wieder auf unserer Etage 2 des Abstergo Industries Bürogebäudes, gleich hinter der Rezeption. Wir haben beim letzten Mal hier dort drüben in diesem Besprechungsraum nach Einträgen der Krypto-Geschichte gesucht, beziehungsweise haben halt Texte darüber gelesen. Und eine Räumlichkeit, wenn mich nicht alles täuscht, liegt noch vor uns, dort drüben, nämlich am anderen Ende. Ja, weil dort sind wir ja schon mal drin gewesen. Hier eröffnet sich nun eine neue Möglichkeit. Wahrscheinlich spiegelverkehrt wie drüben auch, ne, dass hier die weiteren Büros und Arbeitsplätze einfach nur platziert sind. Auch eine schönes Konzeptart. Was können wir hier großartig mitnehmen? Ja, da waren ja ganz schön viele Pizzen bestellt. Ich hoffe, das sind nur noch die leeren Kartons. Da hängt zum Beispiel eine Notiz für uns. Was haben wir denn? Haftnotiz Nummer 5. Die Maschinen, die wir erschufen, formten im Gegenzug uns, fesselten unsere Impulse und unseren Verstand, der so klein er auch ist, und packten uns wie eine eiserne Jungfrau, die uns ausbluten lässt. Es war das mangelnde Verständnis unserer Herkunft, das uns Werkzeuge erschaffen ließ, die wir weder verstehen noch kontrollieren konnten. Als wäre die Baumwoll-Entkörnungsmaschine, okay, krass, nicht genug, als müssten unsere Pullover und Unterhemden eines Tages anfangen, mit uns zu reden. Als wäre das alles nicht genug. Die Matrix in einer anderen Art der Darstellung. Ja, 14 von 20 Haftnotizen mittlerweile schon. Man ist auf einem guten Wege, würde ich mal sagen. Auch ein sehr, sehr merkwürdiges Buchregal. Rising Phoenix. Ein Titel, den es bis jetzt noch nicht gibt, aber vielleicht irgendwann mal geben könnte. Das weiß man ja auch nicht so genau. Gut, hier an den Wänden ist nichts mehr. Ja, in Ordnung. Dann wird's mal wieder Zeit für einen weiteren PC. Ah, sehr gut. Was finden wir auf diesem Rechner? Eine Überwachungskamera. Subjekt 17, Phase 1 Bericht. Dieses Überwachungsvideo, aufgenommen von Erudito oder einer anderen Gruppe, trägt die Bezeichnung New York, USA 2012 am 9.01. oder vielleicht auch am 1.09., je nachdem, die schreiben das ja auch ganz gerne andersrum, um 4.02 Uhr.
Der beiliegende transkribierte Text trägt die Bezeichnung Entführt, Datentranskript Level 3. Könnte jemand Chase darum bitten, seine Männer in Zukunft zu einer professionelleren Sprache anzuhalten? Chase, das war derjenige, den wir vor einer oder zwei Aufnahmen in einer Audio von Desmond Miles gehört hatten. Also dieser Name ist zumindest gefallen, der ja sein Vorgänger im Abstergo-Projekt gewesen sein soll. Mobilfunknetz-Sendemast 40 SP73 ZN, UTC 2012, wahrscheinlich auch wieder da, 09, also ne, der Monat oder Tag, TO 4022, also 4.22 Uhr in der Früh, ne? Oder 4.02 Uhr. Ausgehende Übertragung, Anrufer-ID, Privatstörung. Ja, Sir. Pause. Wir haben ihn. Antwort verschlüsselt. Ja. Stoßen ihn in diesem Moment in den Van, Sir. Die Zielperson wird wie geplant geliefert. Übertragung beendet. Außer Landes gebracht, oder? Dieses Überwachungsvideo trägt die Bezeichnung Brooklyn. Ja gut, vom dortigen Flugplatz ist wahrscheinlich, ne, um 4.37 Uhr, eine gute halbe Stunde später. Der Autor schreibt, Abstergo-Agenten haben einen unbekannten Weißen gefangen genommen. Das Opfer ist in seinen 20ern etwa 1,80 Meter groß und 86 Kilo schwer. Der Aufenthaltsort ist unbekannt. Noch eine andere Foto, sogar mit Augenbinde versehen. So ein klassischer Kartellüberfall, würde ich schon fast sagen. Dieses Video trägt die Bezeichnung Ciampino, Italien. Noch am gleichen Tag sind die rübergeflogen, 18.44 Uhr. Der Autor identifiziert es nur als nicht gekennzeichneter Hangar, meint aber weiter, Abstergo-Agenten erreichen den Zielort. Der firmeneigene Jet wird nach der Landung in den Hangar gebracht. Das Opfer wurde identifiziert als Desmond Miles. Also haben sie über Chase wahrscheinlich ihn gekriegt, wenn ich mir das so herleiten kann. Ich glaube, das hat sich noch nicht so weit verbreitet. Der Ort wurde bereits unkenntlich gemacht. Wir können es also vermutlich als Wahnvorstellung eines Fanatikers abtun. Okay. Hier sind nochmal die gleichen Bilder. Vorläufige Analyse. Eine durchgesickerte medizinische Datei. Wir sehen uns das an. Subjekt 17 hat keine Menstruationsstörungen. Für die Öffentlichkeit muss das eine erleichternde Nachricht sein. Der Patient hat derzeit keine Beschwerden. Es gibt weder akute Sorgen noch eine Vorbelastung im Bereich Herzerkrankung oder Herzkrankheiten. Blutdruck ist normal, 112 zu 78. Erste Blutanalyse. Keine signifikanten Spuren von Chemikalien, die zu neurologischen Störungen führen könnten. Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Patient zu Neurosen neigt. Im Gegensatz zu vorherigen Subjekten ist der Patient psychisch stabil. Sie können ungehindert fortfahren. Unterschrieben von Dr. Mit Damien Saravakos am 3.9.2012. Ein ausgefüllter Abstergo-Bogen. Also die... Das ist wahrscheinlich, was aus der Nachricht hier hervorging. Poster für vermisste Personen. Wenn man ein wenig zu tief in der Materie von Among Us drin gewesen ist. Poster für vermisste Personen. Freunde von Subjekt 17 verbreiten sie in ganz New York. Have you seen this man? Desmond Miles. Alter 25, braunes Haar, braune Augen, zuletzt gesehen am 1. September 2012, nahe Washington Square Park, hat einen weißen Pullover und eine dunkle Jeans getragen. Ja, haben Sie irgendwelche Informationen, bitte kontaktieren Sie uns unter dieser nun hier geschwärzten Adresse. Das Desmond-Paket.
auch wieder eine halb aufgefressene Pizza. Nah dran gewesen. Mist. Das ist, jetzt haben wir ihn. Okay. Das war schon etwas schwieriger, muss ich sagen. Was haben wir hier? Wie viele Vorfahren haben Sie? Wie viele Ihrer Geheimnisse sind in Ihrer DNA verborgen? Und wie viele Ihrer Geschichten sind Sie bereit, mit dem Rest von uns zu teilen? Das ist da oben in einem, fast in der Mitte auf der rechten Seite sieht ein bisschen aus wie so eine Hexenverbrennung, ne? Willkommen in der faszinierenden Welt der Beschaffung von genetischen Erinnerungen. Also nochmal so eine Reminder hier, was überhaupt hier passiert. Wir hier bei Abstergo Entertainment stehen nun an der Schwelle zu einer neuen Zeit, einem neuen aufregenden Stern am Horizont. Mit Technologie und Wissenschaft, die für immer verändern wird, wie wir die Vergangenheit sehen und die Zukunft erleben. Im kommenden Jahr werden wir Studios in der gesamten, also in der ganzen Welt eröffnen, die nur einem einzigen Zweck gewidmet sind: der Sammlung und Archivierung der Geschichten, die sich in der menschlichen DNA verbergen. Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir suchen nach mutigen Männern und Frauen, die bereit sind, unsere Historikern ihr genetisches Material zur Verfügung zu stellen und mit uns neue, in Anführungszeichen alte Geschichte zu schreiben. Alter, hat bei mir gerade draußen Starkregen angefangen. Holy shit. Das höre ich sogar durch das Headset. Donate today. Das ist ja genau so ein Flakon, kann man ja schon fast sagen, dieser Quader, der in der Kryptogeschichte mit erwähnt wurde, als auch im Spiel ja in Havanna schon zu sehen gewesen war. Also schließen Sie sich uns an bei Abstergo Entertainment, wo die Vergangenheit unser Spielplatz ist. Verborgene Geheimnisse, Werbekonzept. Ja, wie so eine Anwerbung halt, ne? Hier sind gefühlt nur PCs über diesen Kern quasi vernetzt. Und das war verhältnismäßig wieder easy. Einfacher als eben gerade. Unsere Forscher haben sich das Leben von Altair ibn La'ahad angesehen und hofften, eine Biografie zu finden, die als Beispiel für Abstergos globale Öffentlichkeitsarbeit dienen kann. Aber leider ist dieser abtrünnige Assassine nichts dergleichen. In diesem Material sehen wir einen Mann, der vergnügt einige der strengsten Tabus seiner Kultur bricht und das mit einer Arroganz, die an Größenwahn grenzt. Altair! No, this is not our way! To burn a man's body is forbidden! Viele unserer Forscher empfanden die Argumente seines Rivalen, eines Mannes, den wir als Abbas kennen, als klarer und überzeugender als alles, was sie sonst von Altair zu hören bekamen. Ich habe eine Anfrage eingereicht, die Suche nach Abbas Nachfahren zu verstärken, falls welche existieren. Es ist uns klar, dass Altairs Verfehlungen zu den Hauptgründen gehörten, warum sich sein Orden Mitte des 13. Jahrhunderts aufgelöst hat. Und wir können nur ahnen, welch unglaublicher Fortschritt es gewesen wäre, hätte sich Abbas moderate und vernünftige Philosophie durchgesetzt. Marktstudie über Altair.
die in Auftrag gegeben wurde, um Stärken und Schwächen des erworbenen historischen Eigentums einzuschätzen. Okay, krass. Also, ne, nur noch mal ein kurzer Reminder so von mir an euch, an jene Zuschauer, die bis jetzt im Let's Play es mitverfolgt haben oder vielleicht auch sich nur gerade diese Episode ansehen. Ich habe keinen Assassin's Creed Teil außer Black Flag je gespielt. Kenne daher auch nicht in Gänze, sage ich mal, alle Verstrickungen über Desmond Miles und dessen Vergangenheit und Vorgeschichte, sowie jene, die über Altar hier oder Ezio Auditore laufen. Also was ja so die Basis und die festen Säulen des Assassin's Creed Universe seit 2007 darstellen. Deswegen auch interessant, wenn sogar darüber versucht wurde, hier von Abstergo auch an Leute, die im Spiel selbst vorhanden gewesen waren und als Nebencharaktere oder vielleicht sogar als begleitende Personen über die Spieldauer des Spiels selbst einen begleitet haben, auch mehr in den Fokus zu rücken oder beziehungsweise mehr über diese Begleitpersonen oder Hintermänner zu erfahren, ist auch ganz interessant. Mal kurz getrunken. Dann haben wir jetzt nur noch einen Rechner über. Ehe wir uns wieder selbst in den Animus begeben werden. Geil. Das war zwar nicht geplant, aber hat funktioniert. Nice. Okay. Große Köpfe der Geschichte. Auftrag Nummer 3. Wen haben wir hier? Als eine der am wenigsten gewürdigten Anführerinnen der Welt hatte Madeline die Elise hunderte von Sklaven befreit und in eine Zuflucht in einem tropischen Hafen gebracht, dessen Errichtung sie persönlich überwachte. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere wurde sie brutal von Evelyn de Grandpé ermordet, einem Waisenkind, das sie zuvor aus einer zerrütteten Familie gerettet hatte. Madeline diente von 1764 bis 1777 in den südlichen Kolonien als Templermeisterin. Ah, also es gab halt nicht nur Schlechte unter ihnen. Also so wie es zumindest die Geschichte über die Feindschaft zwischen Templern und Assassinen quasi so darstellt. Es gibt nicht nur zwingend ein Schwarz und Weiß. Dann wären wir hier tatsächlich durch und können zurück zu unserem eigenen Animus zurückkehren. Das werden wir auch tun. Ich meine, so gesehen haben wir jetzt beinahe alles auf dieser Etage hier abgefrühstückt, was machbar ist, ne? Nun denn. Zurück zu Edward und seinen Boys und Girls. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwort. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen, bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline. Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Thank you.
Versuchst du, deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin ihr sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da war ich wohl hart sein sollte. Ja. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du willst gern mehr, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh. Wer schießt da? Vielleicht die Schiffe, die in den Hafen laufen. Yes, yes. Das ist, ja, ich wollte gerade sagen, interessante Tür. Zwecks Caroline und, Edward. Ich meine, wo war das? Das war definitiv nicht bei ihr selber zu Hause. Und ein weiterer Zeitsprung. Ein Jahr ist wieder vergangen. 1718 schreiben wir nun. Wir sind in Nassau und es gibt Action. Wir bitten um Parley. Wenn das mal nicht nach Flucht der Karibik schreit. Oh shit. Tja, das war's dann wohl. King George ist unsere Sperrenzchen endgültig leid. Wer ist der Grimmige? Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Wir erbitten ein Parley mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen. Charles Vane, Ben Hornigold und Ed Thatch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Pardons? Verdammt, was treibt Hornigold da? Der Hasenfuß. Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. Ich dachte, unser Empfang würde ruppiger verlaufen. Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Ich bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits auch unentschlossen. Sehr gut gesagt. Und um vieles ehrlicher, als ich von einem Piraten erwartet hätte. Auch ich verspreche denen Aufrichtigkeit, die mich anhören. Ihr werdet schon noch sehen, Governor Rogers. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch auch nicht helfen. Männer wie er sind Gift für den Ruf seiner Majestät und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen, so viel ist klar. Das ist der Marktplatz? Zumindest das, was dem am nächsten kommt. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Captain Hornigold, bitte ruft eure Männer. Rackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cockrem auch mit. Ausschwärmen, Männer, und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser. Okay. Hi, doch der König hat sich als völlig unfähig erwiesen, das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Bisher sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Governor. Ihr seid auf seinen Wunsch hier. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie haltet. Auseinander! Macht Platz für die Gesandten des Königs! Aus dem Weg, Bastarde! Weg da! Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Bewegung! Los! Commodore Chamberlain,
Bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Geschwätz, Gouverneur. Wir sollten alle schweigen, Commodore. Ich bin der gottverdammte Gouverneur hier, im Dienste seiner Majestät. Und ich treffe alle Entscheidungen. Ist das klar? Ja. Eifer. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Das sind die Karten, Commodore. Sind bereit. Gouverneur Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Ja, so wie es den Anschein hat, werden diese Leute bald, wie es schon einst passierte, unter britischer Krone segeln, habe ich so das Gefühl. Okay, gut, wir müssen da so rein. Es geht ja, oder gab es ja wirklich in dieser, zu jener Zeit, entweder sich dem britischen Empire anschließen oder aber gehängt werden. Viel mehr Auswahl gab es da ja nicht. Wissen die ja auch wiederum nicht, dass Rogers, aka Nathan, einer der abgesandten Templer ist. Das war schon mal Nummer 1. Da geht der Timer. In Ordnung, Leute. Warte mal. Ja, ich glaube, so ist es für Edward selber besser, wenn er da steht, anstatt in der Hocke einfach an der Wand zu hängen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt: Let's Play Assassin's Creed Black Flag.